Servusle, willkommen zurück bei LEGO Worlds. Ich bin euer Voucher. Ihr seht schon in der Einblendung, wir sind heute auf der Themenwelt Canyon. Ich zeige euch heute, wie man dem Bikerschuppen bei nachts ein bisschen Flair verleihen. Wir haben eine Tänzerin im Programm. Danach hopfen wir rüber innerhalb derselben Welt zum Bereich Motels. Die Motels müssen wir bauen, die Biker müssen ja irgendwo pennen. Dann fahren wir noch kurz im Autokino vorbei auf dem Weg dahin und bleiben heute mal im Canyon. Morgen sind wir wieder auf der Eiswelt. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. Jetzt erstmal viel Spaß im Canyon. There is a house in New Orleans. They call the Rising Sun. Servus, Leute, willkommen. Ich glaube, ich bin saumäßig gar nicht auf dieser Welt. Es dämmert langsam. Ich will euch drüben mal zeigen. Beim Bikerschuppen habe ich so ganz, ganz kleines bisschen versucht, die Atmosphäre einzufangen, die so ein Bikerschuppen nachts braucht. Ne? Jetzt ist noch nicht ganz dunkel. Ich überlege gerade. Ne, wir fahren trotzdem schon mal hintere. Wir gucken das uns nachher auch nochmal an, wenn es ganz dunkel ist. Ne? Da, di, da, 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 da. So, Leute, pass auf. Links. Wo rennst du hin? Alterle. Hast du gesehen? Der ist von allein los. So. Ah, es ist noch nicht ganz dunkel. Aber ihr seht schon die Lichteffekte. Das hier vorne erkläre ich euch gleich. Ja, das kommt gut. Das kommt gut. Es muss nur noch richtig dunkel werden. Das lasse ich euch jetzt mal noch offen. Gehen wir jetzt einfach vorbei. Ich zeige es euch aber gleich. Ich will mal kurz noch drin schauen, ob der Sonnenuntergang jetzt von hier oben zu sehen ist. Ja, guck mal. Das wollte ich euch nämlich zeigen. Wir müssen unbedingt die Kisten wegräumen. Guckt ihr mal die Atmo an. Hä? Wahnsinn, oder? Wenn du dann die Brücke fertig vorstellst, die Kisten müssen wir wegmachen, dass die Leuchtstrahlen hier wegkommen. Das machen wir, glaube ich, auch. Der Baum muss hier weg. Und dann haben wir hier einen Hammer, oder? So, jetzt pass auf. Jetzt wird es nämlich richtig dunkel. Jetzt gucken wir uns das mal an. Siehst du? Geh mal in die Ego-Perspektive. Vielleicht sieht man es dann ein bisschen besser. Also hier oben habe ich so Feuer installiert. Paar Fackeln. Und aus diesen Fallenfeuern habe ich hier uns so ein kleines Ding gebaut. Ne? Hier, dass der Schuppen so ein bisschen Leben kriegt. Das kommt gut, das kommt gut. So, jetzt will ich euch aber noch kurz zeigen. Ich habe natürlich, wir brauchen da drin einen Tanzkäfig. Ne? Wir brauchen einen Tanzkäfig. So eine normale Stangentänzerin oder so kriegen wir eh nicht hin. Die hauen ja jedes Mal ab. Dann habe ich hier angefangen mit dem Modell. Ich gehe mal kurz ins Baumenü, dann wird es ein bisschen heller. Mit dem Modell, aber das ist blöd. Ne? Habe ich gedacht, guck mal, vielleicht geht noch was Besseres. Und tatsächlich, hier haben wir die erste Version unseres Dance Tables. Auch mit integriertem Feuer. Ich hoffe nur, die bleiben, die Feuer. Ich habe jetzt schon mal außen eingeloggt, um zu gucken. Wir haben eine ägyptische Tänzerin hier drin, so ganz im Style vom Titty Twister. Jetzt pass auf, der Hammer ist ja, ne? Der Hammer ist ja, wenn wir später fertig sind, können wir die tanzen lassen. Are you ready? Are you ready, Ägypten? Ägyptische Göttin, tanz für uns. Halt, ich muss nochmal drauf drücken. Sorry. Guck mal, wie sie abgeht, weißt du? Weißt du? Ego-Perspektive. Und die hat ein paar geile Moves drauf. Also für eine Lego-Frau, ne? Normalerweise... Er wieder. Geh du mal weg. Guck mal, er macht auch Angus Young, ne? Ist klar, ne? Guck. Geil, oder? Na, 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 na. Hammer. So, pass auf. Er muss weg hier. Der macht mir jedes Mal meine Aufnahme kaputt. Gerade eben habe ich dich geholt. Gerade eben. Oh, nicht mit dem, Alter, mit E musst du den holen. Ist immer so, ne? Ist immer so, wenn ich spiele, kommt er. So, also wie gesagt, das werden die Zellen sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir Platz genug haben für zwei. Jetzt gehen wir mal kurz rein. Müsst ihr euch dann ungefähr vorstellen. Wir können es ja schon mal spaßhalber. Wir können ja mal spaßhalber eine mitnehmen, ne? Pass mal auf, ob das überhaupt zu kopieren geht, was ich da gebastelt habe. Wir werden es dann hier so anzeichnen. Wir gehen jetzt auch gleich rüber in die... also wir bleiben auf der Welt heute. Wir müssen rüber ins... Da, wo das Motel hinkommt, ne? Da möchte ich heute kurz mal schauen, ob wir da ein bisschen was gemacht kriegen. Zweite Location aufbauen und so. So, Alter, jetzt müssen wir hier mal kurz rein. Alter, das ist halt ein scheiß großer Käfig, ne? Aber, weißt du, vielleicht machen wir den einfach hier so hin. Dann machen wir den... Er lässt sich kopieren und er ist von der Höhe fast genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Ist das Ultra oder ist das Ultra? Hey, da können wir sogar mehr so Käfige rein... Oh, sogar mit Kleopatra kopiert. Alles klar, dass wir nochmal tanzen. Unser erster Table Dance, beziehungsweise Käfigtanz im Bikerschuppen. Das ist der Hammer. Yo, Baby! Die hat auch so einen Kopfüber-Move gehabt. Oh Gott, ich muss auf die Aufnahme gucken, dass wir nicht zu lang machen. Ja, guck, guck, jetzt wackelt sie mit den Armen. Yo! Da werden wir mal gucken, die Rockerbraut würde ich auch noch gern.
Ey, dann machen wir uns noch einen zweiten Käfig rein, oder? Dann machen wir hier hinten im VIP-Bereich noch so ein Teil hin. Ja, ist gut, Alter. Ist gut, pack mal die Ding weg. Tanzt die eigentlich anders, wenn ich ein anderes Instrument nehme? Wir können natürlich auch mal eine schottische Nacht machen, gar kein Thema. Nee, schottisch passt hier nicht. So, pass mal auf, das will ich jetzt probieren, ob wir da hinten auch noch eins reinkriegen, in den VIP-Bereich. Ah ja, dann machen wir halt heute nur das, ist doch wurscht. Dann gehen wir bloß nachher kurz am Motel vorbei, ne? Wir müssen ja nicht die ganze Zeit darüber. So. Schawupp. Kopieren. Das ist halt schon geil, weißt du? Jetzt stell dir mal vor, wir bauen hier auch noch so einen Dance-Schuppen rein, oder? Ah ja, komm, zwei brauchen wir Minimum. Hier, ne? Ein bisschen mittig vielleicht. Das ist natürlich auch eine Kleopatra drin. Das ist mal ultra, dass das jetzt geht. Normal hauen sie ab. Ja, super. Jetzt ist natürlich hier so dunkel, das ist klar. Da müssen wir noch viel mehr Leuchteffekte später reinhauen. So, jetzt schaut um. Ich bin total aufgeregt halt, weißt du? Das ist total geiles Zeug. Hier haben wir dann Dance-Schuppen, hier haben wir einen Dance-Schuppen. Hier kommt ja die Schnapsbar hin. Dann werden wir das hier vielleicht mittig setzen. Mittig, mitten in den Raum. Hier hinten machen wir die Bar rein. Ja? Da hinten machen wir die Bar rein und hier so Sitzgelegenheiten. Hier sitzen dann die VIPs mit Sofa, Sofa-Ecke oder sowas. Und hier oben dann nochmal die Special Guests. Alles klar. Habe ich jetzt gespuckt, habe ich gespuckt gerade. Zum Glück habe ich einen Schutz über mein Mikro. Jetzt ist mal gerade ein Tropfen ab, Alter. So, gehen wir mal kurz hier hoch. Ah, das geht nicht. Alterle, langsam. Genau, und jetzt hoch. So, weißt du? Ego-Perspektive, sieht man es ein bisschen besser. Also, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Flair eingefangen. Hier oben drauf, also über dem breiten Saal, da kommt auf jeden Fall noch eine Skulptur. Ich hoffe auf ein gutes Steinset, wenn nicht, basteln wir uns was. Da kommt ein großes Bike rein oder so, ne? Da kam ja die Idee vom Deakla, so ein großes, fettes Bike hier hin. Oder wir finden irgendwann vielleicht einen riesen Skull, ne? Wenn wir einen riesen Totenschädel finden, mache ich den dahin. Ich habe auch schon überlegt, den Tintenfisch hier hinzusetzen, aber ist ja keine Mehrkneipe, ne? So, Leute, da hinten habe ich natürlich auch noch mal ein bisschen gebastelt. Ich habe das komplette Geländer jetzt hier mal rumgezogen. Ihr seht es da hinten. Jetzt machen wir hier die Treppe noch fertig. Dann muss das hier unten zugemacht werden. Und dann sind wir hier, glaube ich, styletechnisch an einem guten Punkt. Wieder. Ja, ist klar, ne? Ist klar. So. Oh, das sah aus, als ob ich ihn jetzt mit dem Tool umgerissen hätte. Ein Apfel. Hey, super, wir haben bestimmt schon 4 Millionen. Was halt geil ist, dass die drin bleibt. So, jetzt hopfen wir rüber. Jetzt machen wir hier noch am Motel weiter. Da habe ich auch schon angefangen. Das zeige ich euch jetzt. Hier habe ich auch überlegt, da brauchen wir auf jeden Fall auch einen anderen Boden. Ne? Der hinten bleibt, der feine. Hier will ich so ein bisschen breitere Dielenböden reinzaubern. Da lasse ich mir was einfallen. Die Balken müssen wir noch runter machen. Okay, Stück für Stück. Wieder etwas geschafft am Bikerschuppen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall demnächst mal irgendwann... Ist der Hammer. Jetzt kann ich doch, wenn ich drin das kopiert habe, das hier rausschmeißen, oder? Das stört mich nämlich jetzt gerade in der Ansicht. Pass mal auf. Bleibt mal noch kurz mit dran. Stopp. Du befreist ja bloß deine anderen. Ich sehe das doch schon. So. Machen wir das hier noch weg. Siehst du, die Dinger habe ich da reingesetzt. Das wundert mich, dass es gegangen ist. Manchmal sind sie davon geflogen. War eine Frickelarbeit. Ich glaube, allein eine Viertelstunde gebraucht, bis die Feuerdinger da drin waren, wo sie hin sollen. Du weg. Du weg. Du. Ach Gott, wird das gut. Das wird so gut, das Ding. Ohne Witz. Ja, das mache ich beim nächsten Mal weg. Wichtig ist, dass man es jetzt einmal sieht. Weißt du, und jetzt geht dann die Sonne auf. Die müssen weg, oder, Leute? Die Kisten. Die müssen wir komplett rausholen. Das stört uns hier in der Ansicht. So, da hinten rein in den Berg bauen wir dann noch diesen Friedhof. Alles klar, wo ist mein Moped? Freue mich tierisch. So, jetzt gehen wir zum Motel. Ne? Jetzt machen wir als nächstes mal im Motel ein bisschen weiter. Wir wollen ja dann die Straße von hier mit dem Motel verbinden. Und zwischen Motel und Bikerschuppen muss ja das American Diner noch rein. Ne? So, bis gleich. Vor den Motels fahren wir noch ganz kurz am zukünftigen Platz fürs Autokino vorbei. Servus Motorrad. Das wird hier hinkommen, also die Straße wird hier verlängert, ist klar. Rechts geht es zu den Motels, ne, machen wir eine schöne Abzweigung hin. Und hier links, Leute, hier geht es dann ins Autokino. Hier wird man sich dann irgendwo einreihen und da müssen wir noch einen kleinen Platz finden fürs Vorführhaus. Ne. Da muss ja noch eine kleine Hütte hin, wo dann praktisch hier auf die große Leinwand strahlt, die jetzt noch nicht da ist. Wir haben also schon mal drei aktive Locations hier. Nein, nicht ins Loch. So, jetzt fahren wir zu den Motels hintere. Ihr seht schon. Alles gedacht. Jetzt machen wir da ein paar Handgriffe zusammen, würde ich sagen, dass wir die Motels ein bisschen vorwärts kriegen. Demnächst ziehen wir die Straßen hier rein.
Die Biker müssen ja wo pennen, wenn die hier unterwegs sind. So, hier habe ich schon mal angefangen. Typischer Stil, ne, für ein Motel. Hinten ist dann das Gasthaus und das, die Rezeption, das müssen wir noch reinbauen. Und das sind so die typischen Motels. Ich will es zweistöckig. Zweistöckig muss es auf jeden Fall sein. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal noch ein bisschen was abreißen. Das machen wir jetzt zusammen. Da habe ich jetzt direkt mal vorhin aufgehört, ne? Passt auf. Das werden wir natürlich auch noch umfärben. Ich habe jetzt hier schon mal angefangen, Farbe einzuzeichnen. Das wird so sandgelb schmierig, ne? Das ist so ein typisches Absteigerding, muss das werden. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte jetzt hier kurz das Dach abreißen, das hier noch zum Teil drauf ist. Perfekt. Dann gehen wir rüber. Hier seht ihr, habe ich angestückelt, alles was rot ist. Natürlich viel mit Copy and Paste gearbeitet, aber die Grundversion musste ich natürlich, halt, da bin ich verrutscht da drüben, noch einmal. Wir wollen ja nicht mehr abreißen, als wir müssen. So, mein Motelje löschen. Das haben wir richtig geil gemacht, finde ich. Also das wird richtig gut noch, ne? Ihr kennt doch die Motels. Typische Filme war From Dusk Till Dawn, nicht eigentlich auch. Am Anfang waren sie da auch in so Motels. Nicht viel Platz, gerade Bett drin, Klo. Müssen wir mal gucken, wie wir es einrichten. Viel Platz ist definitiv nicht. Wir können ja spaßhalber mal eins einrichten. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Pass auf, ob ich gleich was finde. Das wäre natürlich super. Ich weiß, dass wir ein Klo haben. Also ein PT haben wir eigentlich. Ist kein Klo. Nicht so eins, wie wir bräuchten. So typisch billige. Hier haben wir ein Bett, ne? Das ist jetzt natürlich ein großes Bett. Wir gucken mal, wie groß. Ja, also du kommst hier rein. Das muss wie eine Gefängniszelle werden. Da setzen wir hier das Bett zum Beispiel hin. Haha, das wird super. Das wird super, Alter. Die steigen ja bloß ab. Die gehen ja bloß im Trim. Die saufen, ja. Muss man ganz klar dazu sagen. Die hauen sich da richtig die Birne voll. Im Bikerschuppen. Und dann torkeln die hier mit ihren Mopeds ein. Das kann alles ruhig hier zentral drin sein. Vielleicht mache ich noch einen Duschvorhang davor. Hier ist dann das Bidet, bis wir mal ein Klo finden. Ich hoffe, wir finden jemals ein Klo in dem Spiel. Und wir hatten, glaube ich, ein Waschbecken. Genau. Waschbecken. Dreh das mal rum. Ey, super. Genau, und das Waschbecken setzen wir einfach hier so dagegen. Weißt du? Zack. Jetzt ist alles drin, was man braucht. Jetzt ein Kleiderschrank. Haben wir noch einen Kleiderschrank? Einen Kleiderschrank habe ich bestimmt auch mal irgendwann gesehen. Küchenterrasse, Fensterboden. Was könnte man da? Da kann man alles Mögliche. Wir können auch zum Beispiel... Naja, ein Spülbecken braucht man nicht. Was weiß ich hier? Moderne Stehleuchte? Nee, ist ja ein altes, runtergekommenes Modell. Haben wir nicht nur eine Stehleuchte, die ein bisschen lepperiger aussieht? Wir können auch einen Teppich reinmachen, ne? Wir können auch die Zimmer unterschiedlich einrichten. Das ist halt uns überlassen, wie wir Bock haben. Da kann man auch einen Sessel reinhauen. Hier, da ist so eine typische Steh-Motel-Lampe. Die kommt hier ins Eck. Weißt du? So. Alles klar, wir bräuchten halt einen Schrank. Das wäre halt eine geile Geschichte. Haben wir keine Kleiderschränke, das kann ja nicht wahr sein. Was ist denn das hier? Ein Kühlschrank. Da kann man auch Klamotten reinlegen, klar, aber ist nicht ganz im Sinne des Erfinders. Da richten wir verschiedene Themenzimmerlein ein, oder? So ein kleines Himmelsbettzimmerle. Hier, Schränkchen. Wie groß ist denn so ein Schränkchen? Ah ja, super. Da können wir verschiedene... Naja, das können wir vielleicht da ins Eck rein. Passt das da hinten rein? Wenn man es ganz dicht ans Bett setzt. Ist doch super, wenn das hier auch so dicht ans Bett gehen wird, wäre super. Weil so kennt man das doch von Motels, oder? Nee, hier geht's nicht. Ja, weiß ja egal. Hat er sein Nachttischle? Ja, wir können im Prinzip neben die Schüssel hier können wir auch noch ein Fernsehen machen. Komm, Mama. Machen wir hier so ein richtiger Alter. Jetzt rauscht das Ding, oder was? So, zack, hast du noch einen alten Fernseher drin. Wir bräuchten einen Schrank. Haben wir keinen Schrank? Ich muss doch einen Schrank haben. Typisch Voucher, ne? Noch nicht mal das Dach drauf, zimmert unser Voucher hier schon einen Fernseher rein. Ja klar, braucht man, ne? In den modernen Zimmern sind heute bestimmt ja genug Computersachen drin und so, aber hey, altes Motel, ein Biker, der hopft da nicht mit dem Computer rum. Der geht sich hier Schublade, Bank. Sag mal, wir müssten doch eigentlich einen Schrank haben. Was ist denn das hier? Bankschließfach? Ja, so ein Mini-Tresor, wenn wir hätten, könnten wir auch reinbauen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir schon alles haben. Lass mal gucken, was ist denn das hier? Krankenliege. Eine Krankenliege ist super, aber ich bräuchte einen Kleiderschrank, Leute. Kleiderschränke, Banktresor, ein bisschen groß wahrscheinlich für ein kleines Hotelzimmer. Lass uns mal schauen. Was haben wir hier? Verstärker brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Jetzt rauscht das Ding im Hintergrund. Egal. Hey, komm, vielleicht nehmen wir einen modernen Fernseher. Vielleicht nehmen wir ja einen modernen Fernseher lieber. Oh, der ist ein bisschen groß. Der ist ein bisschen groß. Nee, ist das ganze Zimmer voll nur mit Fernseher. Obwohl, so würde ich auch leben. Ich hätte auch so einen Fernseher in meinem Zimmer. Da kommen ja aber die Türen immer rein.
Ist ja egal. Es muss ja jetzt nicht schön sein, sondern erstmal zweckdienlich. Genau zwischen Klo und Waschbecken und Fernseh. Das macht man natürlich jetzt schön. Ja, das kann man noch schön machen. Wir können auch das Bett auf die Richtung stellen, den Fernseher darüber, Klo, das können wir auch machen. Aber ist jetzt erstmal nur Nebensache, das richten wir dann tatsächlich ein, wenn es soweit ist. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir hier die zweite Etage irgendwie drauf kriegen. Wir müssen als erstes mal diese Etage zumachen, da brauchen wir jetzt einen großen Stein. Irgendwas Großes, Flaches, pass mal auf. Was sind das? 4x10er, 6x14er, 8x16 ist das Größte, was ich so in der Richtung habe, glaube ich. Aber wir haben schon ziemlich viel. Wenn ich den da drauf setze, muss mal kurz gucken, wenn wir den hier drauf setzen, alles klar, vor und hoch, dann wenn das nachher eingefärbt ist, das sieht so typisch in dem Stil aus wie in den Filmen, weißt du, da freue ich mich schon drauf. Ist ja egal, wie das aussieht von innen. Wir machen jetzt mal hier das Ding drauf. Dann müssen wir hier was anderes nehmen, ne? Kommen wir nicht drum rum. Was haben wir denn hier noch? Wie viel Plätze sind das? Was habe ich gesagt? 8x16 haben wir genommen. 6x14. 8x16. Wie viel sind denn das jetzt hier, wenn die noch frei sind? 2, 4, 5. Na, ausgerechnet 5, ne? Gut, aber bis ich das jetzt abgemessen habe, weißt du, machen wir den 14er hier drauf. Ah, das geht auch. Dann verwandelt sich das automatisch um. Das ist zwar jetzt ein Haufen Kleinzeug, aber ist ja egal, vielleicht kriegen wir es kopiert. Das wäre natürlich super. 2, 4, 5. 2x5 gibt es, glaube ich, nicht, oder? 2x6 gibt's. Dann nehmen wir den 2x3er. Nehmen wir den 2x3er. Weil wir kopieren das jetzt gleich, dann geht es ein bisschen schneller. Das ist die Frage, Decke, sollen wir die gleich einfärben dann? Schon, wie macht man die dunkel? Wir machen dunkle Holzdecke, weißt du? Habe ich mir jetzt gerade so überlegt. Ich muss auf die Uhr gucken. Scheiße, das geht jetzt verdammt schnell mit der Zeit hier. Alles klar, weißt du was, bevor wir uns jetzt hier kaputt machen. Immerhin haben wir das Ding eingerichtet. Ich mache das mal fertig aufs nächste Mal. Wenn wir hier wieder sind auf der Welt und ein Motel bauen, machen wir hier ganz locker weiter. Ne? Ich will jetzt auch nicht so arg überziehen, so dass wir gemütlich in der Folge bleiben. Dann haben wir hier doppelstöckig. Hier kommen dann die Parkplätze hin. Da kann dann jeder vor seinem Ding hier parken. Da brauchen wir eine Veranda. Vielleicht bauen wir noch so einen gammeligen Pool irgendwo hin. Alles klar, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen sind wir wieder auf einer anderen Themenwelt. Ich würde sagen, wir gehen morgen wieder auf die Eiswelt. Machen da gemütlich weiter. Und alles Gute bis dahin. Ne?